Willkommen zurück zur Kampagne der Age of Empires 3 Definitive Edition. Wir machen weiter auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die vertrauten Gewässer haben wir schon lange hinter uns gelassen. Wir segeln endlos gen Westen, seit unsere Gefährten umgekehrt sind. Mir scheint, unser Schicksal hängt von den Launen eines großen, wahnsinnigen Kindes ab. Aber welche Wahl habe ich? Ich diene dem Kaiser. Fremde Küsten. Es sind Möwen am Himmel. Die Meeresgöttin wacht über uns. Ich wünschte mir deinen Glauben, Chen. Wir segeln seit Wochen westwärts, ohne ein Stück Land in Sicht. Man kann nicht endlos segeln, ohne auf etwas zu treffen, Kapitän. Es ist nicht das Meer, das ich fürchte, es ist der Admiral. Er scheint mit all unseren Unglücken verbunden zu sein. Die Inder sagten, sie werden fürs Kämpfen bezahlt. Von einem von uns. Selbst jetzt führt er unsere Flotte in unbekannte Gewässer. Der Admiral folgte immer seinem eigenen Kurs. Ja, Chen. Aber wo will er hin? Wohin er uns auch führt, vor unserer Ankunft müssen wir einem Sturm trotzen. Wie die Vögel. Das ist ein Omen. Ein böses. Oh je, da segeln wir in einen Sturm hinein. Ich bete jetzt zum letzten Mal zur Meeresgöttin. Wo sind wir hier? Gute Frage. Neues Land entdeckt, werte Chinesen. Verlorene Schiffe. Dieses Land ist auf keiner bekannten Karte. Wo wir sind, müssen wir ein andermal erkunden. Die Flotte wurde entlang der Küste zerstreut. Wir müssen unsere Schiffe und die überlebende Besatzung finden. Mach das, Huang. Ich bleibe hier für den Fall, dass du Verstärkung brauchst. Ja, alles klar, gut. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben einen Siedler. Ein Schatzschiff muss überleben. Gehen wir erstmal da oben hin, würde ich sagen. Oh, das sind ja... Feindliche Inder. Sie tun, als wären wir absichtlich auf diesem Kartenfelsen gelandet. So, Feuer frei. Zack. Sehr schön. Töte die Feinde. Wir haben jetzt hier nicht mal ein Dorfzentrum, ne? Aber es gibt noch viele Vorräte, alles klar. Greifen wir jetzt mal hier an. Kriegshütte der Feinde. Ja, gut. Bauen wir hier eine kleine Armee, oder? Oh nein, neue Feinde. Das überleben wir nicht. Das wird eine knappe Kiste. Ja, okay, wir müssen uns zurückziehen. Zurück. Und wieder angreifen. Angriff. Zack. Okay, jetzt. Greif hier mal bitte hier noch diesen Tempel an. Ich meine, wir haben ziemlich viele Vorräte, aber... Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Komm, könnt ihr diesen Tempel bitte noch zerstören? Das wäre echt wichtig. Kommt, einfach noch den Tempel zerstören. Schafft ihr doch, oder? Schafft ihr das? Zum Glück hält der viel aus. Wir ziehen uns gleich zurück. Komm. Drauf da. Ja, okay, Rückzug. Jetzt haben wir ein Problem. Der ist nämlich gleich tot. Kann ich noch was werfen? Ja, immerhin. Immerhin konnte ich noch was werfen. Das ist jetzt wichtig gewesen. Ja, ich brauche Truppen. Ganz schnell Truppen. Wie machen wir das jetzt bitte?
Imperiale Schatzflotte. Wir haben hier nur diese Kaserne und ein Dorf irgendwie. Ach, und hier gibt's nochmal Ressourcen. Ja, und unsere Kaserne wird aber gerade eingerissen und wir haben nicht genügend Ressourcen aktuell. Wenn natürlich die Kaserne down ist, haben wir ein kleines Problem. Ach, hier gibt's noch Ressourcen. Nahrung, okay. So. Gleich kommen 8 Chocobos, aber von wo kommen die denn bitte? Hier beim Schiff? Ach, hier beim Dorf. So, Feuer frei. Okay, wir haben es gerade so geschafft, das hier noch abzuwehren. Der Tempel ist immerhin zerstört. So, und ihr hier, Vorräte. Vorräte holen und unsere Helden. Das war knapp. Das war sehr knapp. Wir müssen die Kaserne erstmal wieder reparieren. Es ist halt echt hart, mit nur einem Dorfbewohner zu starten. Jetzt haben wir hier immerhin ein bisschen Armee. So, weiter geht's. Ab zu unserem Schiff. Hier sind wir, Kapitän! Hilf uns! Ja, da kommen gleich Feinde. Angriff. Gleich einen mächtigen Schlag wieder machen, bitte. Und der andere... Oh Gott, sind da viele Feinde. Das war wichtig. Wollte ich hier vielleicht angreifen auch gemeinsam? Irgendwie wollen die das gerade nicht. So, jetzt hier. Kämpft. Ach, jetzt haben wir einen weiteren Siedler. Ach so, wir bekommen jetzt hier immer wieder Rohstoffe. Okay, verstehe. Ja, gut. Alles klar, macht Sinn. Ich bräuchte mal Holz. Da ist leider kein Holz dabei. Dann baue ich eben hier... Ach, Bevölkerungslimit. Ich bräuchte Holz. 700 Holz für ein Dorf. Gut, das haben wir geschafft. Die Frage ist, macht es jetzt Sinn, dass wir schon dorthin gehen? Ah, nee, halt. Wir warten erstmal, bis unser Held sich erholt hat. Ach, ich Idiot, ich kann doch hier umstellen auf Holz. Ah, ich habe jetzt die ganze Zeit Nahrung bekommen. Nahrung haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wir stellen jetzt mal auf Holz um. Was ist das hier für ein... Der macht gerade nichts. Ja, der könnte auch mal Holz hacken. Was ist das für ein Schatz? 50 EP. Ja, den hole ich mir. Gut, holen wir uns den Schatz, bitte. Genau, hier gibt es zum Glück viele Ressourcen. Der darf mal ans Holz rangehen. So, okay. Jetzt kriegen wir immerhin wieder irgendwie was zusammen an Armee. Aber wir haben noch keine große Armee. Das heißt, erstmal Holz sammeln und dann ein Dorf bauen, würde ich sagen. Die sammeln halt so langsam. So. Nee, Dorf bauen, bitte. Okay, wollen wir als nächstes... Wo wollen wir denn als nächstes hin? Wahrscheinlich zu dem dort. Oh nö. Weg da. Jetzt werden wir schon wieder angegriffen. Chocobos. Jetzt soll mal seinen Spezialmove wieder machen, bitte. Ja, jetzt ist unsere ganze Kavallerie nämlich down gegangen. Das ist total unglücklich, weil wir ein bisschen schlecht gemicrowed haben. Ach, herrje. Ich würde gerne ins nächste Zeitalter kommen, um ehrlich zu sein. Ich gehe mal jetzt auf Gold. Was bauen wir denn noch? Konsulat bauen wir auf jeden Fall. Dorfzentrum, kann ich das bauen? Ja, kann ich bauen. Okay.
Ja, sammel dann mal die ganzen Ressourcen hier ein. Mit so wenig Dorfbewohnern ist das echt nicht leicht. Ich meine, wir können ja mehr Dorfbewohner bekommen, wenn ich Dörfer noch mehr baue. Deswegen mache ich das. So. Wie gesagt, ich würde auch gerne ins nächste Zeitalter eigentlich kommen wollen. Deswegen schicken wir jetzt erstmal nochmal Truppen. Die werden mir auf jeden Fall was bringen. Wurde das eigentlich beschädigt? Ja, reparieren wir mal direkt. Sehr schön. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Dorfbewohner aus diesen Dorfzentren. Und ich traue mich noch nicht dahin, oder? Sollten wir es schon... Komm, wir wagen es mal. Schauen wir mal. Ja, genau. Wie komme ich da... Ach, ich muss da außen... Oh nein, wir werden schon wieder angegriffen. Jetzt kriegen wir langsam Schwierigkeiten. Okay, ihr geht mal back. Ja, jetzt greift ihr hier bitte alle an. Und Feuer frei. Ihr platziert euch hier echt ungünstig, Leute. Was macht ihr denn? Nicht im Weg stehen. So. Jetzt haben wir das mal geschafft. Paar Truppen hier dazu. So. Alles einsammeln, bitte. Sind die da jetzt festgebackt? Ernsthaft? Wie sind die da hochgekommen? Das ist doch jetzt nicht fair. Pikiniere, die können nicht... Oh. Jetzt habe ich da oben Truppen, die mir leider nichts bringen, weil sie da irgendwie festgebackt wurden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Feinde. Okay, jetzt greifen wir hier mal an. Zack, jawohl. Macht sie bitte nieder. Und ich schicke mir nochmal Gold. Und wir bauen uns mal ein Dorfzentrum, würde ich sagen. Das macht doch Sinn. So, jetzt haben wir hier eine Armee. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, schwieriger erster Start. So, nächstes Schiff gefunden. Du bist gekommen. Hüte dich vor den Indern. Sie sind tapfere Kämpfer. Angriff. Greift an. Ich will nicht meine Flammenpfeile verlieren. Hä, wo kommen die jetzt bitte her? Verflixt. Noch einmal. Ja, jetzt greifen die hier natürlich alles an. Und es ist fast zerstört. Oh nö, ernsthaft? Jetzt kommt der nächste Angriff von der Seite. Wie soll man denn das schaffen? Ah, okay, sehr schön. Ja, das verlieren wir jetzt wahrscheinlich. Kann man die ein bisschen ablenken hier? Ich versuche die mal noch abzulenken, aber wie erfolgreich das sein wird, keine Ahnung. Nein, da ist es down gegangen. Och Mann. Das ist jetzt ärgerlich. Da haben wir leider eins verloren. Haben sie unser Dorf auch noch zerstört? Immerhin ist gleich das Dorfzentrum hier mal fertig. Es sind aber echt viele wilde Feinde hier. So, immerhin haben wir noch einen Flammenwerfer. Der hilft gerade doch noch.
Sehe ich das richtig, dass man da wenigstens nicht angegriffen wird und nicht rüberkommt? Sondern die Feinde nur von links kommen hier? Vielleicht hätte ich erstmal hier ein Lager oder so zerstören müssen. So, hier sind noch Ressourcen. So, jetzt bauen wir hier mal eine Siedlung auf, meine Güte. Woher kamen denn jetzt hier immer die Feinde? Sind die einfach gespawnt oder? Nö. Kapitän, warum stehe ich immer, wenn wir zusammen sind, einer Schwertspitze gegenüber? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich leider aktuell nicht erklären. Oh, ja, der Siedler ist tot und das Schatzschiff hier werden wir auch verlieren. Ich greife jetzt aber erstmal hier an. So, vernichtet alle und zerstört hier alles. Ja, das Schatzschiff können wir nicht halten. Wir müssen jetzt hier irgendwie mal unsere Verteidigung aufbauen. Ich würde gerne noch irgendwie ins nächste Zeitalter vorankommen. Ja, ich habe ja nur noch das eine Schatzschiff jetzt leider. Komm, zerstört die Kriegshütte. Ich hoffe, da kommen jetzt keine mehr raus, wenn ich die zerstört habe. Hä, kann ich das jetzt hier abbauen? Nee. Ist da ein Siedler bei mir irgendwie? Komisch. Gut. Ja, die werden jetzt aber gleich da zu uns kommen wollen. Ja, 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 da verdammt. Kann ich die damit ein bisschen aufhalten vielleicht? Das war der Schlag. Der war irgendwie nicht so stark. So, weiter hier angreifen. Angriff, Männer. Aber ich merke auf jeden Fall, es ist schon echt schwieriger hier. Es ist nicht so leicht, so zurechtzukommen. Ich würde gerne endlich ins nächste Zeitalter voranschreiten. Genau, der sammelt auf. Ach ja, hier drüben sammeln wir mal auch noch auf. Hey, nicht meinen Siedler töten. Hört auf, meinen Siedler zu töten. Ich mach das selbst hier. Ich töte euch lieber. So, zack. Ja, jetzt haben wir mal alle hier erwischt. Okay, wir positionieren mal unsere Armee jetzt hier und bleiben auf Verteidigungsstellung. Da wird nämlich sicher noch einiges kommen. Hier sind noch Ressourcenkisten. So, voran. Mal noch einen Siedler produzieren, aber ich brauche jetzt vor allem mal Nahrung. Aber wir können noch ein paar... Können wir noch Dörfer? Macht das Sinn? Nahrung brauche ich eigentlich. Holz kann ich mir noch schicken. Ich baue mal noch ein paar Dörfer hier. Ach, und ich sollte China vielleicht auch mal auswählen. Danke. Ich baue hier mal noch die restlichen Dörfer in der Nähe. Und hole mir den Marktplatz. Hier ist so wenig Platz dafür. So. Habe ich jetzt hier schon alle Ressourcen geholt? Dann gehen wir hier mal auf Nahrungssuche als nächstes. Wir müssen noch darüber zu unserem Schiff gehen, aber da komme ich doch wahrscheinlich nur hin. Ja, wenn ich außen rumlaufe. Alles klar. Habe ich verstanden. Haben wir, glaube ich, alle verstanden. Ups, das wollte ich nicht. Bleib mal hier in der Nähe. Du sammelst noch auf. Und wir bauen hier alles. Das kriegen wir schon hin. Die Dörfer bauen, brauchen aber echt ewig. Wir haben jetzt hier oben auf jeden Fall einen Chukuno. So, ich würde jetzt nämlich gern endlich ins nächste Zeitalter. Ich denke, jetzt brauchen wir auf jeden Fall unsere Bannerarmeen regelmäßig. Deswegen werde ich mit dem hier agen. Wenn das mal endlich geht. 50 Nahrung brauchen wir noch. Bannerarmeen wären jetzt gut. So, Sommerpalast. Oh, der passt gerade so hier hin.
Jetzt bauen wir mal ein paar Dorfbewohner als nächstes. Der hier sagt uns zum Glück, wenn Feinde kommen. Armeen habe ich aktuell nämlich keine. Das ist sehr kritisch. Gleich mal das Nahrungsupgrade holen. Und wir holen uns noch mehr Nahrung hier bitte. Wir haben halt beide Schatzschiffe verloren. Das ist so bitter. Wenn wir wenigstens das da oben gehalten hätten. Das war echt unglücklich gemacht, muss ich sagen. Ja, jetzt müssen wir uns eben so aufbauen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nächstes Nahrungsupgrade, bitte. So, was kostet mich das hier? 285. Gut, Gold haben wir ja zum Glück. Ich setze auf Territorialarmeen. Die Arkabusiere sollten uns da gut helfen. Wenn wir im dritten Zeitalter angekommen sind. Hey, ich habe alles eingesammelt. Dann geh doch mal hier hin. Sammeln wir vielleicht nochmal dort alles ein. So. Ein weiterer Siedler wird benötigt. Wer hackt denn da Holz? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der da Holz hackt. Gibt es hier noch irgendwo Nahrung? Hier gibt es noch Nahrung. Wenn da gleich wieder so eine Riesenarmee kommt, haben wir ein gewisses Problem. Es dauert leider sehr lang, bis er geaged wird. Und bis wir XP sammeln. Ich habe so das Gefühl, da wird gleich wieder eine große Armee kommen. Dann haben wir Schwierigkeiten. Aber wir haben ja immerhin das Lager da drüben eingerissen. Kann ich mir die Schätze dort holen? Ja, kann ich. Dann hole ich mir doch das alles dort. Perfekt. So, gleich sind wir geaged. Das ist hervorragend. Das heißt, wir holen uns direkt dann mal hier eine Armee. Sobald wir geaged sind. Oh, weitere Siedler bitte in Auftrag geben. So, wir sind geaged. Dann holen wir gleich die Arkabusiere bitte. Am besten zwei hintereinander. Und Dörfer kann ich gar keine mehr bauen. Dann bauen wir doch einfach noch eine Kaserne. Würde ich sagen. Hier hin. Dann haben wir schon mal zwei Kasernen. Da sollten wir doch die Truppen gut und schnell rausbekommen. Zack. Drei Stück sind in Auftrag gegeben. Hier gibt es keine Nahrung mehr. Ah, hier drüben sind auch noch Feinde. Aber auch Holz. Interessant. Ja, aber wir werden uns jetzt erstmal hier ganz... Wir holen uns gleich mal die starken Armeen. Imperiale Armeen hier bitte. Brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger. Und ich muss langsam dann halt von der Nahrung weg zu den Ressourcen, die langsam gesammelt werden. Weil Nahrung kann ich ja selbst schnell sammeln. Der Beamte lohnt sich, glaube ich, noch. Es gibt auch nochmal ein Upgrade auf alle Sachen. So. Und noch eine Armee wird gebaut, bitte. Dankeschön. So, jetzt bauen wir hier eine richtige Armee mal auf. Ups. Nein, nicht löschen, bitte. Flammenwerfer mal ein bisschen nach hinten stellen. Gut, was brauche ich denn jetzt noch für Ressourcen eigentlich? Habe ich alle Dörfer schon gebaut, die möglich waren? Ich glaube schon. Dann hole ich mir jetzt erstmal noch das Dorf, dass ich jetzt hier pro Dorf einen Siedler bekomme. Hol mir hier nochmal das Upgrade. Hol mir hier noch ein Upgrade. Und die Imperiale Armee hätte ich auch noch gerne dann als nächstes. Das heißt, ich setze jetzt hier mal stärker wieder auf Gold. Ja, ich denke, das Gold ist hier wieder eine gute Idee und Investition. So. Genau, machen wir das. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Wir werden jetzt einfach noch warten und noch mehr Siedler ausbilden, das wäre auch wichtig. Nahrungstechnisch müssen wir jetzt auch schon mal ein bisschen voranmarschieren hier. Wo sind jetzt hier noch die... Ach, die Nahrung ist hier auf diesem Berg, da kommen wir natürlich nicht hin, oder? Blöd. Gibt es hier keine Nahrung mehr? Doch, hier. Gut, hier ist doch noch Nahrung. Dann
Gehen wir als nächstes als auf Holz und genau. Perfekt. Gut, ich glaube, jetzt haben wir eine ordentliche Armee, dass wir hier mal wieder voran marschieren können, oder? Hoffentlich. Unsere Wirtschaft ist halt noch nicht die beste. Ich traue mich jetzt einfach mal hier ein bisschen voran zu marschieren. Was ist denn der direkte Weg dorthin? Ich muss wahrscheinlich hier über viele feindliche Lager marschieren. Aber wir haben eine recht starke Armee. Eine starke, stolze Armee. Oh oh, wir werden angegriffen. Okay, Rückzug. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Nicht auf meinen Flammenwerfer gehen. Nein, mein Flammenwerfer ist zerstört worden. Ich brauche hier vor allem Fernkämpfer. Die Nahkämpfer bringen hier gar nichts gerade. Schießt auf die Fernkämpfer bitte. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Da dürfen jetzt mal die Nahkämpfer mit ran. Okay, jetzt greift mal hier an. Perfekt. Gut, der darf doch hier noch Sachen einsammeln, oder? War hier nicht noch was? Genau. Weitere Armee hier. So. Jetzt läuft das doch schon besser. Upgrade holen. Ah, jetzt habe ich hier lauter Untätige. Dann geht ihr mal aufs Holz. Du wartest da, perfekt. Okay, vorrücken mit der ganzen Armee, die wir noch haben. Ich will ja zu meinem letzten Schiff kommen. So, hier sind wieder ein paar Feinde. Wir sind alle auf diesen Hügeln. Das macht es nicht leichter. Ich hole mir mal die Handmörser als nächstes. So. Hier, greift an. Oh shit. Was ist denn hier los? Dich brauche ich hier bitte noch. Schnell, vorwärts. Ihr könnt dort runtergehen. Bleibt mal hier ein bisschen zurück. Was ist denn das hier? Überall sind diese Feinde hier auf den Hügeln. Okay, geh du mal zurück, eiserner Schlegel. Du auch. Und du bitte auch. So, wir haben jetzt zum Glück diese Handmörser dabei. Also, wir werden hier nicht gerade willkommen geheißen, muss ich sagen. Okay. Gut, 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 gut. Ich brauche mehr Gold langfristig. Brauche aber hier noch Upgrades, oder? Ja. Gut, wir holen uns mal das nächste Feld. 5 Stück. 6 Stück. Ihr da. Ihr da noch. Hä, wo kommen da jetzt die Feinde her? Woher kommen da jetzt die Feinde, bitte? Von links da irgendwo? Das ist ja krass. Sollten wir mal hinschauen, ob da auch so noch so ein Gebäude ist, was wir vernichten könnten. Das wäre ganz gut, dass wir das auf jeden Fall machen. Da ist doch bestimmt so ein Gebäude. Ja, ja, ja. Wusste ich's doch. Warten wir mal auf die ganze Armee. So, und jetzt greifen wir an. Spezialschlag kannst du gerne nutzen. Du kannst noch auf die Nahrung gehen.
Habe ich mir nicht irgendwo diese Mörser hingeschickt? Diese 11 Stück oder so? Wie sind denn die da oben hingekommen? So, ich hätte mal gerne verbesserte Akkabusiere, genau. So, perfekt. Hier kommt noch mehr Armee. Jetzt haben wir hier alles unter Kontrolle, liebe Zuschauer. Jetzt können wir hier weiter vorrücken. Wir haben immer noch sehr viel Holz. Das können wir mal wieder umändern, indem wir noch ein Feld bauen. Gut. Jetzt läuft das hier. Holen uns auch schon mal die Upgrades für Gold. Hier gehen wir mal aufs Gold drauf. Gold-Upgrade. Wir warten mal noch, bis die Feinde hier wirklich kommen. Auf unsere Handmörser warten wir noch. Und ich sammle mal hier noch die Ressourcen alle ein. Gut. Hier immer mehr Truppen hinschicken, bitte. Sehr schön. Läuft doch eigentlich alles nach Plan. Wir sammeln auch Gold ein. Sehr gut. Okay, ich glaube, dann können wir uns jetzt mal langsam wieder vorwagen. Ich glaube, vor allem mit diesen Mörsern können wir ziemlich viel machen. Was ist denn so die Reichweite? Ja, schießen wir doch mal auf die da. Hä? Können die nicht treffen, oder? Die machen einfach nur sehr wenig Schaden, glaube ich. Ich meine, das sind richtig viele Handmörser. Die sind nur gegen Gebäude gut, oder? Woran liegt das jetzt, dass die so wenig Schaden machen? Ja, 16 Mal gegen Gebäude, also die sind vor allem gegen Gebäude gut. Okay, ihr geht ja auch vorwärts. Oh ja, hier wird's nicht leicht. Feuer frei. Zack. Da hat er noch einen harten Schlag mitgegeben. Ich glaube, die Kavallerie halte ich mal hier ein bisschen zurück hinten. Die muss ja nicht sterben. Gut, Feuer frei mit den Handmörsern. Okay, und hier können wir auch auf alle schießen. Perfekt, die Handmörser sind genau richtig hier. Okay, wir könnten noch ins nächste Zeitalter gehen. Machen wir das doch mal. Gleich wenigstens, mir fehlt noch ein bisschen Gold. Und zwar... Was holen wir uns denn da jetzt? Die Akkabusiere, würde ich sagen. Perfekt. Der kommt aber auch nicht mehr weg. So, wollt ihr bitte jetzt hier noch drauf schießen? Perfekt. Gut, wir kommen langsam der Sache näher. Wir kommen langsam der Sache näher. Sammeln unsere Truppen hier mal. Und rücken langsam vorwärts. Oh ja, das sind schon wieder viele Feinde. Oh Gott, sehr viele Feinde. Geht mal hier vorwärts. Und schießt gleich auf die Feinde, bitte. Geht mal hier ein bisschen vorwärts. Traut euch ruhig vor, vor. Und Feuer frei. Ah, du kannst deine Spezialfähigkeit leider noch nicht nutzen, mein Freund. Ich brauche mehr Akkabusiere. Tötet sie alle. Los, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, Männer. Geht hier ans Holz. Okay, wir rücken vor.
zum Schiff. Wir haben es geschafft. Denke ich jedenfalls. Auf geht's, letztes Schatzschiff gefunden. Beeilung, Kapitän! Wir können den Feinden nicht länger standhalten! Ach, jetzt kriege ich hier ein Dorfzentrum. Es ist doch noch nicht vorbei. Interessant. Ich habe genug, auch wenn wir hier fremd sind. Diese Feindseligkeiten haben wir nicht verdient. Diesen kleinen Krieg beenden wir, bevor er wirklich ausbricht. Und wie? Zerstören Sie das indigene Dorf. Wir haben unsere Männer gerettet. Jetzt werden sie uns zu lange. Was war denn das jetzt hier? Können wir da jetzt durchmarschieren? Wäre hilfreich, wenn das geht. Ich muss hier noch ziemlich viele Feinde besiegen. So. Ja, das ist dieser indigene Tempel tatsächlich. Hä, wo kommt denn der eine jetzt hier noch her? Seltsam. Okay, backt man hier nicht so rum. So, dann kämpft mal hier bitte. Ein bisschen stärker. Ach ja, Upgrades kann ich mir holen. Machen wir das doch noch schnell. Ich brauche mehr Gold, Freunde. Wir haben sehr viel Nahrung. Gehen wir mal hier auch noch aufs Gold. Bauen noch ein Feld hier. Da kommen aber auch immer mehr Feinde jetzt hier. Jetzt bauen wir hier alles auf und jetzt machen wir das mal final. 4 Flammenwerfer, 17 Akkabusiere, 2 fliegende Krähen, genau. Alle bitte hierher kommen. So, wir rücken hier mal weiter vor. Ja, bekämpft hier die Feinde bitte direkt. Ah, wir haben hier einen Dorfbewohner jetzt auch noch bekommen, genau. Mit unseren Handmörsern gehen wir gleich auf den Tempel drauf. Ich muss hier die Truppen herschicken. Hier unten noch Truppen bekommen. Kommt, besiegt die Feinde. Gemeinsam sind wir stark. Ich brauche jetzt die Upgrades für Akkabusiere. Und für die hier auch. Wir haben kein Gold mehr. Greift mal ihr hier an. Werft die Granate. Wo ist mein anderer Held? Der ist gerade tot, leider. Es wird langsam ein bisschen eng. Wir brauchen unsere Truppen. Aber wir verbessern alles. Wir müssten diesen Kampf gewinnen. So, jetzt wird hier noch auf den finalen Tempel geschossen. So, meine Flammenwerfer sind mit dabei. Brauchen aber echt... Wir müssen aber nah rangehen hier. Unfassbar. So. Alle jetzt hier drauf. Alles an Truppen schicken, was wir bekommen können, bitte. Mit die Ohrhammer. Käme mir auch noch ganz recht. Die da unten machen ein paar Schwierigkeiten. Gut, dann Handmörser feuerfrei auf den Aztekentempel. Ah, meine Krähen sind da, sehr schön. Und die ganze Verstärkung kommt. Hier haben wir noch Ressourcen. Die Handmörser können auch gerne noch da hinten drauf schießen. Ich liebe diese Flammenwerfer, die sind so genial einfach. Ein paar Spezialmoves könnt ihr ruhig auch mal wieder machen. So. Hoffen wir, dass es nicht noch mehr von ihnen gibt. Wir können wohl keinen hitzigen Kampf mehr mit diesen führen. Jawohl, wir haben es geschafft. Hat länger gedauert als erwartet. War auch am Anfang sehr schwierig, nur mit einem Dorfbewohner anzufangen. Aber wir haben es geschafft. Und mussten hier gegen die Azteken kämpfen. Wir waren wohl in der neuen Welt bei den Azteken. Ja, wie gesagt, neue
Schiffsladung brauchen wir, glaube ich, erstmal keine mehr. Und dann war's das mit dieser Mission. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.